Sie gilt als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik. Die Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof. Sie geht in ihre 56. Ausgabe und dort werden bis Sonntag rund 40 Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister über die politische Lage der Welt diskutieren. Die Eröffnungsrede hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der dabei den USA, China und Russland vorwarf, durch egoistisches Vorgehen die internationale Ordnung zu gefährden. Die Konferenz steht unter der Überschrift Westlessness. Dabei handelt es sich um ein Wortspiel, das betonen soll, dass der Westen in der Weltpolitik eine immer geringere Rolle spielt. Am Samstag soll dann Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen und die Konferenz endet am Sonntag.